So, Kubi, extra für dich mal ein bisschen Bilder von Heat. Im Hintergrund siehst du schon unsere Crew. Haben wir mal eine eigene gegründet. Billabong heißt sie. Mit Eschbo und noch jemanden. Erstmal nur zu dritt, aber vielleicht kommt noch was. So, hier ist mein Wagen. Ein Nissan GT. In eigener Lackierung natürlich. In, ja, so eine Art Crew-Lackierung haben wir uns so ausgedacht. Kann jeder sich so machen, wie er will. Billabong haben wir die genannt. Ja, man kann da schon allerhand Stuss machen mit den Lackierungen. Ja, 40. Ja, wie man hört, laut. Hier drüben ist der Wagen von dem Kollegen. Also das ist hier unsere Crew-Garage. Da kann ich mir die Wagen der Crew-Leute angucken. Wie du siehst, Dodge Charger, glaube ich, ist das. In einer etwas unauffälligen Lackierung. Und dann kommen wir gleich mal zur Eschbus-Karre. Inklusive natürlich Avatar. Also der Eschbus sieht halt so aus. So. Und ähnelt halt meinem Fahrzeug schon ein bisschen. Der alte Mann mit dem Kreuz ist unser Crew-Logo. Das ist eigentlich immer drauf. Ja, wie siehst du, Nummernschild kann man ändern, Auspuffrohre kann man ändern, die ganze Zeugs kann man ändern, Kiefer legen kannst du, Scheiben kannst du tönen. Bei manchen Fahrzeugen gehen die Spiegel anders, Scheinwerfer anders. Aber zeige ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. So, kommen wir mal zurück wieder zu meinem Wagen. Ja, Avatar, kannst halt gucken. Kannst halt Klamotten kaufen, Haare machen, so. Der GT war natürlich nicht das erste Auto, sondern das hier ist halt meine Garage. Das sind die Autosammlungen, die ich bis jetzt so habe. Unter anderem hier diesen Audi S5. Auch ein Design von mir, noch etwas unspektakulär. Eher der Realität nachempfunden. Man kann ihn natürlich auch teilen und es gibt tatsächlich Leute, die laden sich das runter. Ist halt wie bei Forza. Mit dem BMW hier habe ich angefangen. Da war er noch ganz matt. An der Seite habe ich noch Strichliste geführt mit den Anzahlen der Cops, die ich ausgeschalten habe. Aber irgendwann dachte ich so, ich kann ja nicht nach jedem Ausschalten des Cops so den Strichliste ändern, deswegen habe ich den erstmal so gelassen. Und ich habe mir eigentlich direkt danach den Nissan Skyline gekauft. Auch der ist schon so grob in der Crew-Farbe, sieht aber schon doch noch anders aus. Aber dieses Weiß, Schwarz und Neongrün, das ist so unsere Crewfarbe. Man kann mit der Crew im Level aussteigen und kriegt dann verschiedene Boni. Bis 50 geht's, aber so weit sind wir noch nicht. So, und das ist mein Driftauto, noch nicht in Crewfarbe. Den habe ich einfach mal so gekauft, um ein bisschen zu driften. Der ist komplett auf Drift ausgelegt. Du kannst die Fahrzeuge einstellen, Offroad, Street Racing oder eben driften. Der hier ist auf Drift, da habe ich auch noch nicht viel geändert, ein bisschen rumprobiert. Bleibt aber definitiv nicht so der Wagen. Ja, dann habe ich mir jetzt seit ganz neuem hier diesen Offroad Truck gekauft. Der hat aber noch kein Leistungstuning, nur Optiktuning drauf, also andere Schnauze. Natürlich verbreitere Spur und Crew-Logo ist wieder drauf. Ja. Gibt auch so eine verschiedene Mischung an Fahrzeugen, aber ich zeig dir gleich mal den Autohändler.
Da können wir gleich mal hinfahren, glaube ich. Ja, Optik-Tuning hier, also Karosserie kannst du wirklich allerhand ändern. Ich zeige dir mal hier anhand der Schnauze, was so geht. Also die habe ich gekauft. Das hier ist das Original und dann gibt es halt diverse Pakete und zwar für jedes Auto. Also auch die Felgen, da kannst du zig Felgen auswählen. Ich glaube 120 sind es, weiß ich jetzt nicht genau. Die Lampen kannst du Farbe ändern. Aber schwarz fand ich halt cool hier. Also wie gesagt, du kannst Schweller ändern, die Frontseite am Arsch, die Seite. Bei manchen Autos haben die Spiegel, die Lampen kannst du halt ändern. Ja. Bei dem hier geht sogar der Kofferraumklappe, aber nur kurz. Und da kannst du oben so eine Schrauben drauf basteln. Wo ist er da? Aber das war auch alles. Ich weiß nicht, ob es Fahrzeuge gibt, wo mehr gibt. Das war erstmal alles bei dem. Ja, natürlich. Spoiler. Pommes-Theke. Aber ich fand den etwas kleineren hier für den Wagen passender. Ja, also hier Auspuff kannst du einstellen, den Sound. Das ist unabhängig von dem Auspuff, den du einbaust. Also ist so ein bisschen metallisch, dann kannst du wieder rausnehmen. Du kannst ihn auch komplett auf Serie lassen. Der würde halt so klingen. Oder du. Also auch nicht mehr der Originalmotor. Also Serie stimmt in dem Fall nicht mehr ganz, weil es halt nicht mehr der Originalmotor ist. Auch über drei. ja, hier das geht halt Nitrofarbe, Reifenqualm, Neonlicht, da kannst du drunter schrauben. Also gut, dann fahren wir mal. Also hier Tag-Nacht kannst du wechseln natürlich, kannst dich immer entscheiden, bevor du aus der Garage rausfährst. Wir entscheiden uns mal kurzzeitig für den Tag, weil ich mal rüber will zum Autohändler. Dann könnt ihr gleich mal sehen, wie das am Tag aussieht. Ja, Ladebildschirm ist ganz nett gemacht, weil du immer dein Auto siehst. Weißt du was? Wir sind im großen Crew gegen Crew-Rennen. Also tune dein Wagen und bereite dich vor. Und was ist mit dir? Man kann Solo spielen. Das ist jetzt ein Solo-Spiel, deswegen sind hier keine anderen Spieler. Man kann auch online spielen. In dem Fall gibt es nur zwei mehr Sachen. Entweder du spielst halt Solo oder spielst online. Dann sind auf der Karte, das ist übrigens die Karte. Ich finde gar nicht so klein. Geht schon. Wenn du online spielst, sind andere Spieler drauf, die natürlich ihre eigenen Rennen fahren und du die aber trotzdem sehen kannst. Und die Sachen, die die fahren, das ist ziemlich interessant, gerade nachts, aber das zeige ich echt nachher mal. Obwohl ich weiß nicht, ob ich es Multi und das online spielen kurz. So, dann fahren wir erstmal zum Autohändler. Ja, so sieht's aus halt hier. Ein bisschen bin ich los auf den Straßen. Also Leute, die so rumlaufen, gibt es gar nicht, aber gibt es halt bei Forza zum Beispiel ja auch nicht. Ja, hier ist der Autohändler. Das sind übrigens keine gekürzten Ladezeiten, das sind die Original-Ladezeiten. Ja, hier die verschiedensten Fahrzeuge. Wie man sieht, 129. Ich scroll mal kurz durch. Also das ist alles so bei von Golf 1, 5er Golf ist glaube ich auch noch dabei,
Ein paar BMWs. Mercedes gibt es nur zwei oder drei. Da ist ein Honda NSX, der ist ziemlich nett. Honda Civic gibt es. Land Rover, ein alter. Kommt gleich noch ein paar Porsche sind dabei. Ganz am Anfang war Käfer, wie ihr habt das gesehen hast. Aber wie siehst du, ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse, ich kann mir davon gerade nichts leisten. Da ist der NSX, den lässt du nicht, will ich mir vielleicht irgendwann mal holen. Da kommt auch gleich Mercedes G-Klasse. Könnte auch interessant sein. Ja, Viper ist dabei und sind halt nicht sehr gut sortiert, sind halt so eher nach Leistungsstufen sortiert, glaube ich, so grob. Oder nach Preis und nicht nach Herstellern. Das ist ein bisschen schade. Also du kannst jetzt nicht gezielt sagen, du willst erstmal nur alle Lambos angezeigt kriegen oder nur alle Porsche. Musst halt hier in der Leiste so durchscrollen. Die hinteren Wagen sind aber so Boni-Wagen, die du bekommst. Also irgendwann die mit diesem blau-lila Zeichen dabei sind irgendwelche Boni-Wagen, die man bekommt für irgendwie herausragende Leistungen, die du irgendwie erbracht hast oder deine Crew erbracht hat. Weil wie man sieht, da hinten sind noch ein paar gesperrt und da steht halt auch mal da, für was man die kriegt. Also den hier zum Beispiel, oder also da muss man halt gewisse Sachen machen. Und der letzte ist halt, wenn deine Crew Level 50 erreicht. Das ist mit einer kleinen Crew, glaube ich, schon fast sehr unrealistisch, das zu erreichen. Und dann würde man den hier halt kriegen. So, da switchen wir direkt mal um auf nachts, wie ich ja gleich gesagt habe. Und fahren mal ein Rennen gegen die KI natürlich. Gegen den Verkehr, weil wir jetzt nachts fahren, also ein illegales Rennen fahren. Ja, ein bisschen posen ist halt vor jedem Rennen. Ja, es hat die Ladebildschirme versteckt, wenn ich das nicht gemacht. Nicht wundern, dass ich hier relativ gut wegkomme. Der Wagen ist extremst hochgezüchtet. Und die Rennen leveln nicht mit. Also ich, wenn du ein Level 1 Rennen fährst, dann sind dann wirklich 1er Golfs dabei. Und da fährst du natürlich mit so einem Wagen übelst davon. Ich weiß gar nicht, welche Stufe das Rennen war. Ich habe es einfach ausgesucht, also mal ausgesucht, um euch mal zu zeigen, wie das nachts aussieht. Schon nochmal Bullen am Arsch, noch ganz kleine Bullen, relativ klein. Also von der Aggressivstufe her, weil es fängt an mit so einem Dodge Challenger, glaube ich, heißen die. Diese normalen Straßenbullen waren. Dann geht es weiter in diese etwas schneller, die Dodge Charger. Schaffst du die auch noch abzuhalten, kommen sie mit einer Corvette. Und das solltest du wieder erwarten, das auch noch überleben. Hetzen sie dir noch einen Hubschrauber hinterher und dann auf der höchsten Stufe, auf Stufe 5, schicken sie dir noch so eine gepanzerten Bullenwagen auf den Hals mit Straßensperren, mit Nagelbändern, mit Störsendern, dass dein Auto ausgeht. Und also die lassen sich schon was einfallen. Es regnet hin und wieder auch mal. Aber jetzt gerade nicht, also üblicherweise ist, also wie man sieht, die Straße ist nass, aber ich sag mal zu 50-60% regnet es eigentlich nachts. Die Nachtrinnen sind eigentlich auch immer Regen. Das hier ist jetzt mal ein Rundrennen. Manchmal ist auch einfach nur von A nach manchmal ist auch nur einfach von A nach B. Aber dies geht halt in die Runden. Und ihr werdet es gleich sehen.
Nachts ist das Rennen nicht zu Ende, wenn du die Ziellinie überquert hast. Sondern es läuft nahtlos weiter. Scheiße. Da kam auch ein Bullenwagen an den Flug. Die gehen nahtlos weiter, die Rennen, und man muss versuchen, um diese Punkte, die sich da oben so ansammeln, zu sichern, muss man die Bullen abhängen und in einer Garage sich verstecken. Auf der Karte gibt es verschiedene Garagen. Und wenn man die Bullen abgehangen hat und die nicht sehen, wo man ist, also jetzt zum Beispiel, du entkommst, dann kann ich in diese Garage fahren und die Punkte werden mir gesichert. Und somit steigt man halt im Level auf und im Level schaltet man neue Fahrzeuge frei oder neue Ausrüstungsteile, je nachdem, wie viele Punkte man. So, jetzt ist es zum Beispiel die Ziellinie und ich kann jetzt aber nicht anhalten, weil ich sonst verhaftet werden würde. Mein Ziel ist jetzt das Stadion, weil man im Stadion die normalen Polizisten noch relativ gut abhängen kann. Jetzt haben sie mich ausgeschaltet. Scheiße. Das war gerade so ein Störsinn. Da hauen sie dir die Motorelektronik auseinander und ja, dann hast du erstmal ein Problem, wenn sie dich dann noch dran werden. Scheiße. Fuck. Also bei den Nagelbändern zerfetzt ihr halt die Räder. Die pumpen sich dann wieder auf. Aber es ist halt auch ein Arcade-Spiel, kein Realismus-Spiel. Es dauert nur eine Weile. Genauso wie der Motor wieder angeht, wenn sie den nicht stört haben. Der geht ja trotzdem wieder an nach einer Weile. Dauert halt ein paar Sekunden. So, da wären wir im Stadion. Hier drinnen gibt es verschiedene Rampen. Das ist halt für so eine Arena. Gibt auch ein Rennen, was hier auf dem Oval stattfindet. Aber das ist tagsüber, nicht nachts. Deswegen wird es mir gerade nicht angezeigt. Hier lassen sich die normalen eigentlich relativ gut abhängen. Also entweder man fährt draußen rum, weil sie dann nicht klarkommen, weil die irgendwie dann doof sind und nicht abkürzen. Und manchmal kürzen sie ab und zerfetzen sich aber die Autos an den Rampen, die hier in der Mitte sind, weil sie zu doof sind, drüber zu springen. Und ich werde ein bisschen Anlauf nehmen und dann werde ich ja versuchen, über diese Seitenrampe aus der Arena zu springen, in der Hoffnung, falls mir ein Polizist folgt, dass der dabei zerstört wird. Weil ich habe hier gleich in der Nähe eine Garage, das sollte eigentlich dann klappen. Mal gucken, was ich gleich mal versuchen. Da vorne ist die Rampe. Raus. Aber, fuck der Bulle. Und da hat es den Bullen schon zerfetzt. Hat sich überschlagen. Dürfte eigentlich hinüber sein, genau. Jetzt bin ich schon entkommen. Wie man sieht, sind hier auf der Karte immer noch Polizisten unterwegs und ich habe die Punkte immer noch nicht gesaved. Ja, durch die Tankstelle fahren repariert man den Fahrzeug. Funktioniert nur dreimal pro Nacht. Wenn man saved, beginnt praktisch eine neue Nacht. Also jetzt ist die Nacht vorbei. Gute Arbeit da draußen. Gefällt mir. Ich krieg ein bisschen Geld. Ich krieg einen Haufen Erfahrungspunkte. Damit sind wir gleich nochmal Level nach oben. Das ist gut. Also Level 43 schon. Und mal gucken, ob es ein paar noch. Und es gibt neue Teile. Da rappelt es ein bisschen rein. Ja, und die Teile könntest du jetzt alle gucken. Also es gibt ja verschiedene Motoren. 7 Liter gibt es da unten. Die kannst du jetzt hier einbauen. Beim Motor wechseln, kannst du gucken. Ich habe halt den Motor drin, der oben steht, und die unten drin sind, die kann ich nach und nach einbauen. Hier kann man verschiedene Teile einbauen, wo bis Elite geht's, und dann geht's halt noch weiter, aber das muss man erst freischalten. Ja, hinten gibt's noch, hier gibt's noch ein paar Boni für dein Fahrzeug, also Radarstörer und so weiter, oder eben, dass dein Auto mehr aushält oder besseren Nitro hat, und ja, also ein Pipapo. Ja, dann hoffe ich mal, ich habe hier ein bisschen, oder euch, ich weiß noch nicht, wer das Video noch guckt, Nordisch, Timo, ein bisschen was von Need for Speed gezeigt. Ja, jetzt wisst ihr erstmal so Bescheid. Bis dann, tschüss.